Kapitel 3. Hacking Application Layer Level. Okay. Schon wieder so ein Mist. Ah, ich hasse es. Wo fängt das denn an? Hier, ne? Aber da geht's nicht weiter. Oh Gott, ich hasse diese Dinger. Das geht so. Aber dann sind nicht alle drin. Ach so, das können wir noch drehen. Ach nee, dann habe ich wieder einen zu wenig. Och, kommt, Leute. Ah nee, den können wir noch drehen. Das Problem ist, wenn ich den abstelle, geht nichts mehr nach oben. Wenn ich den... Hä? Ihr hört Backwoods Radio. Hier sind Bobby und der Duke. Seit 2 Wochen rufen uns besorgte Hörer wegen des Yelltown-Fiebers an. Die mysteriöse Krankheit scheint sich weiter zu verbreiten. Wir haben jetzt Patrick Rancho, CEO der Rancho Health Corporation, live am Telefon. Mr. Rancho, hat die RHC die Kontrolle über die Situation verloren? Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch, Bobby, Duke. Nein, die RHC hat die Kontrolle nicht verloren. Im Gegenteil, wir haben den hochansteckenden, unbekannten Erreger bisher sehr erfolgreich an der weiteren Ausbreitung gehindert. Yelltown, Arbutus Hill, jetzt Greystone. Wird es Zeit, dass die Menschen Port Nicola verlassen, Mr. Rancho? Eine Panik würde es erschweren, für die Sicherheit der Leute zu sorgen. Unsere Ärzte und unser medizinisches Fachpersonal verzeichnen täglich Erfolge im Kampf gegen den Virus. Sie arbeiten unermüdlich daran, Sie und Ihre Familien zu beschützen. Bitte bleiben Sie zu Hause und bewahren Sie Ruhe. Habe ich ja eine gute Auswahl. Harper? Harper? Was ist hier? Ah! Mein Kopf. Wo bin ich? In meinem Apartment in Port Nicola. Wir sind deinen Spuren gefolgt und haben dich draußen frierend vor dieser Funkstation gefunden. Rangerin Jarvis hat mir alles über diese Sekte erzählt. Endlich bist du wach. Gott sei Dank. Ich bin mir nicht sicher, ob sie damit etwas zu tun hatte, meine Liebe. Professor, er spricht... Gut, dass du wieder da bist, Harper. Was ist da draußen passiert? Ich muss sofort in ein Krankenhaus. Hier bist du sicherer. Wir können den Krankenhäusern nicht trauen, Harper. Ihr versteht nicht! Sie haben mich mit dem Yelltown-Fieber infiziert! Ihr dürft mir nicht zu nahe kommen. Yelltown-Fieber? Harper, du warst für ein paar Nächte fiebrig, aber du zeigst keinerlei Symptome des Yelltown-Fiebers. Aber dieser Sektentyp hat mit diesem Virusding auf mich geschossen. Dein Immunsystem hat einen kleinen Schlag abbekommen, aber du bist sicher nicht infiziert. Seltsam. Lass mich eine Blutprobe für ein paar Tests nehmen. Autsch! Okidok. Ich rufe euch an, wenn ich die Ergebnisse habe. Mach dir keine Sorgen, Harper. Also, ist mit mir alles in Ordnung? Schnapp ein bisschen frische Luft. Das wird dich wieder auf den Damm bringen. Auf Wiedersehen, Miss Halliwell.
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Unforeseen Incidents. Ja, wir sind jetzt komplett woanders. Schauen wir mal. Infrarotlampe? Eine kleine rote Lampe. Wofür ist die? Für winzige Prostituierte? Sie ist für meinen steifen Nacken, Harper. Die Arbeit am Laptop ist nicht so gut für den Rücken. Wie auch immer. Kann ich mir die Birne leihen? Wenn du glaubst, dass sie dir weiterhilft, nur zu. Natürlich hilft sie mir weiter. Ich weiß noch nicht wobei, aber sie wird mir weiterhelfen. Übrigens, eins muss ich mal kurz vorweg schicken, falls ich mich irgendwie komisch anhöre. Es wird wieder ein bisschen schlimmer. Ich bin schon ein bisschen leid, das zu sagen, ehrlich gesagt. Und meine Nase ist wieder zu, aber ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen. Deswegen, und es muss ja schließlich weitergehen. Ich will ja auch wissen, wie es hier weitergeht mit der Story. Halliwell hat die Artikel, die sie geschrieben hat, ausgedruckt. Angeberin. Stolz auf meine Arbeit zu sein, macht mich nicht gleich zu einer Angeberin. Guter Journalismus ist die letzte Bastion, die unsere demokratischen Freiheiten beschützt. Mhm. 7 geniale Wege, ihre Wohnung mit Brot zu putzen. Hey, die funktionieren. Nummer 5 würde ich umhauen. Also bis auf den letzten Satz wollte ich gerade sagen, das stimmt allerdings. Ich war auch immer stolz und habe meine eigenen Bücher auch bei mir im Bücherregal stehen. Aber ich habe auch nichts darüber geschrieben, wie man mit Brot die Wohnung putzt. Ich vermute, hier habe ich die letzte Woche verbracht. Wo hat Halliwell geschlafen? Ich habe nicht geschlafen. Ja, kenne ich. Ich sollte mich mal umziehen. Ich habe seit Wochen die gleichen Klamotten an. Aber ich glaube nicht, dass Halliwell was in meiner Größe hat. Probier's doch mal aus. Ich sollte nicht in Halliwells Sachen rumwühlen. Ein Flickzeugset für Fahrräder. Ich schnapp's mir, wenn Halliwell nicht hinsieht. Ich sehe vielleicht nicht hin, aber ich höre zu. Du redest ganz schön viel mit dir selbst. Naja, ich habe lange alleine gewohnt. Ein Plattenspieler. Professor McBride hätte seine Freude. Ich wette, ihr beiden Nerds konntet stundenlang über Dude Allison und Blind Billy Dingster reden, während ich im Koma lag. Du lagst nicht im Koma. Du hattest starkes Fieber. Und ich weiß, dass du absichtlich die falschen Namen sagst. Woher willst du das wissen? Es könnte auch ein Hirnschaden sein. Oh ja, ich nehme die Fahrradpumpe mit. Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der diese Pumpe nicht hilfreich wäre. Pft, pft, pft. Bist du immer noch hier? Netter Korb. Kann mir gut vorstellen, wie Halliwell ihn mit Blumen vollpackt und dann so richtig Amelie-mäßig durch die Straßen radelt. Du weißt aber schon, über wen du hier sprichst, oder? Danke, dass du dich um mich gekümmert hast. Ach, McBride hat das meiste gemacht. Wie geht's dir? Alles okay. Nur mein Kopf bringt mich um. Vielleicht solltest du einen Spaziergang machen. Entspann dich ein bisschen. Hast du irgendwas über die RHC herausgefunden? Wer auch immer die Sendestation in Greystone in Brand gesetzt hat, versteht sein Handwerk. Es war nichts mehr übrig, als wir dort ankamen. Deshalb habe ich's die letzte Woche mit traditionelleren Recherchemethoden probiert. Aber dafür, dass sie ein riesiger Gesundheitsdienstleister ist, hinterlässt die RHC erstaunlich wenig Spuren. Oder hat sehr gute Anwälte. Oder beides. Was ist die Verbindung zwischen RHC und dieser Todessekte aus Greystone? Schwer zu sagen. Rangerin Jervis hat mir ein Telefongespräch mit deinem Freund Cadero organisiert. Cadero? Ich wette, er ist nach 2 Minuten ausgeflippt. Erst nach ungefähr 5. Er wollte helfen, aber wusste nichts über die Rancher Health Corporation. Denkst du, die Sekte kontrolliert die RHC? Das ist die furchterregende Option A. Die RHC wurde von irgendeiner durchgedrehten Todessekte infiltriert. Und die furchterregende Option B? Die RHC wurde von der durchgedrehten Sekte aufgebaut. Gibt es eine beruhigende Option C? Nein. Wer hat bei der RHC das Sagen? Patrick Rancho. Ich konnte sein Geburtsdatum nicht herausfinden, aber er ist mindestens 60. Die RHC entstand 1992 durch eine Firmenfusion. Rancho hat seitdem das Ruder in der Hand. Kannst du ein Interview mit ihm bekommen? Die RHC, sie ist wie ein kopfloser Oktopus mit 1 Million Tentakel. Ich habe jede erdenkliche Nummer angerufen und komme nicht weiter als bis zu den Praktikanten, die sich ums Kopieren kümmern. Weißt du noch etwas über Patrick Rancho?
Nur, dass er keine Anrufe von neugierigen Journalisten mag. Es ist, als hätte MC Escher Ranchos Firmenstruktur entworfen. Egal, mit wem ich spreche, jeder reicht mich zu jemand anderem weiter. Und am Ende komme ich wieder bei der ersten Person raus. Das ist ja wie, wenn man irgendwo beim Telefonservice anruft oder so. Sollten wir die Leute nicht vor der RHC warnen? Nein, noch nicht. Die RHC ist zu einflussreich. Wenn wir den Menschen sagen, was wir gesehen haben, was uns irgendein bescheuerter Künstler gesagt hat, vermutlich würde man uns dann in Zwangsjacken stecken. Wir brauchen handfeste Beweise, bevor wir an die Öffentlichkeit gehen können. Er hat sie nicht ganz unrecht. Ich glaube, ich habe genug über die RHC gehört. Habt ihr den Kanister mit dem Virus mitgenommen, als ihr mich gefunden habt? Kanister? Verdammt! Wahrscheinlich hat der Sektentyp ihn mitgenommen. Tut mir leid, Harp. Aber das Tagebuch, von dem du erzählt hast, hattest du dabei. Hier. Ich habe auch den Film aus der Kamera von der Rangerin genommen. Oh, gut mitgedacht. Tja, aber da waren noch keine Fotos drin. Hast du dir die Fotos von Jarvis schon angeschaut? Noch nicht. Sie hatte so eine altmodische Analogkamera. Der Film muss entwickelt werden, aber ich will sie den Leuten vom Fotoladen nicht in die Hände geben. Vielleicht bin ich übervorsichtig, aber auf dem Film könnte höchst brisantes Material sein. Nacktbilder vom Colonel? Ich meinte Beweismittel über das, was in Yeltown passiert ist, Harper. Oh. Bis später. Oh, bevor ich's vergesse, nimm das hier mit. Ein USB-Stick? Was ist da drauf? Was Schmutziges? Ziemlich schmutzig, ja. Eine Hacker-Software, um Sicherheitsprotokolle zu umgehen. Nicht stark genug, um Mega-Verschlüsselungen auf RHC-Niveau zu knacken, aber vielleicht kannst du sie trotzdem gebrauchen. Hacker-Software? Nicht schlecht. Was so alles in dir steckt, Jane Halliwell. Ja, wie auch immer. Das ist super illegal, also verliere nicht im Bus. Da fällt mir ein, nimm die Karte hier. Nicht, dass du dich wieder im Wald verirrst. Ja, Karte hört sich gut an. Kann ich natürlich... Moment. Ach du Schande. Stadtzentrum, Hafen, Universität. Okay. Hier drin... Ah ne, die... Na, das ist die Tür nach draußen. Was ist das? Schlafzimmer? Ah ne, da war ja schon... Ja, die Matratze. Kann ja nicht Schlafzimmer sein. Eine Wäscheleine im Bad. Diese Stadtmenschen sind so hoch entwickelt. Ja, aber mein Näschen sagt, gerade auch mit der Infrarotlampe, dass wir hier ein sehr schönes Studio zum Entwickeln draus machen könnten, oder? Ohne die wäre es hier drin ganz schön dunkel. Kann man vielleicht... Okay. So, jetzt fühle ich mich wie im Bad eines Serienmörders. Ich dachte jetzt eher ans Rotlichtviertel, aber okay. Ich fühle mich nicht so gut. Aber ich bin auch schon in Wohnungen von Fremden aufgewacht und sah schlimmer aus. Hier züchtet Halliwell also ihren Schimmel. Boah. Wasseranschlüsse im Haus. Was denken sich diese Eierköpfe als nächstes aus? Boah, cool. Ich muss nicht. Hey, wie ging das, wenn ich musste, als ich krank im Bett lag? Ich werde nicht zu viel darüber nachdenken. Und Wäscheleine, dann haben wir ja alles, ne? Ja. Gut, wir haben... Achso, wir haben den Film gar nicht. Müssten wir da mit ihr drüber sprechen. Aber wir bräuchten, wie war das nochmal? Wir brauchen Entwicklerlösungen und wir brauchen noch zwei andere Lösungen, ne? Die haben wir jetzt natürlich nicht da. Ich würde sagen, wir gehen erstmal raus. Spedition Logan D. Sieht aus, als hätte dieser Truck seit Wochen nichts mehr ausgeliefert. Da kann man direkt rein. Was? Und ich dachte, Calderos Kunstwerke wären unheimlich. Ja, es tut mir leid, ich habe immer noch dieses Doppelklick-Syndrom, Mann. Ich höre doch hier irgendwas. Werbung für eine Firma namens Vision Laser Printing. Fotoladen. Der F-Stop. Was für ein versauter Name für einen Fotoladen. Ich habe noch gerade. Ist doch beides das gleiche? Escargot, Soupe à l'Oignon,
Croque Monsieur. Irgendein Kretin hat das Menü auf Französisch gedruckt. Hallo, alter Mann. Hä? Hallo? Warten Sie darauf, dass das Restaurant öffnet? Nein, ich übe mein Bürgerrecht aus, mich an einem öffentlichen Platz niederzulassen und eine Zeitung zu lesen. Möchtest du meine Rechte beschneiden? Nein, nein. Ich möchte überhaupt nichts beschneiden. Gut. Oder niemanden, ne? Was lesen Sie da? Absoluten Schwachsinn. Scheißdreck, Lügenpresse. Entschuldige die Ausdrucksweise. Dieser Yelltown-Fieber-Quatsch. Für wie dumm halten die uns eigentlich? Ist dir klar, dass die Ärzte diejenigen sind, die die Leute krank machen? Augenblick mal, was? Genau. Impfzwang, Fluoridierung, Chemtrails, gemischte Saunen, alles Teil der liberalen Agenda. Gemischte Saunen? Wobei Chemtrails, da haben die Ärzte ja nichts mit zu tun. Da können die ja nichts für. Wie war das mit den Ärzten, die uns krank machen? So läuft es doch. Mit genmanipuliertem Essen und der Schwulen-Ehe. Richtig. Sie wissen absolut nichts über das Yelltown-Fieber, richtig? Was erwartest du, wenn die Zeitungen nichts als sozialistischen Scheißdreck drucken? Diese Leselupe macht die Lügen nur größer. Okay, ganz ruhig bleiben da drüben. Naja, mit dem genmanipulierten Essen hat er ja nicht ganz Unrecht. Das ist ja schon mehrfach bewiesen worden. Lesen Sie viel? Oh ja, verdammt viel. Meine Augen brauchen ein bisschen Hilfe, aber mein Verstand ist vermutlich schärfer als deiner. Ihr jungen Leute, schlafwandelt doch alle. Ihr schlafwandelt! Bis Weihnachten sprechen hier alle Chinesisch. Merkt ihr meine Worte? Danke für die Warnung. Ich passe auf mich auf. Wieso Chinesisch? Was haben die denn jetzt schon wieder damit zu tun? Also der würfelt irgendwie doch so einiges zusammen. Diese Leselupe sieht ziemlich stark aus. Ja, sie ist ganz gut. Habe ich aus der Bibliothek. Für Senioren geben sie die Dinger dort umsonst raus. In der Bibliothek? Verschwendung von Steuergeldern, wenn du mich fragst. Aber zumindest kann ich mich damit auf dem Laufenden halten. Okay, da ich jetzt davon ausgehe, dass er die wohl nicht rausrücken wird, müssen wir die wohl irgendwie stibitzen. Bis später mal. Restaurant Celine. Schade, ist wohl geschlossen. War das jetzt ein Restaurant hier rechts? Was hat er gesagt? Eine Bibliothek hier rechts? Oder war das was anderes? Das sah mir so... Stadtbibliothek. Ja, das sieht gut aus. Das Gemälde erinnert mich an Greystone Woods. Ich hoffe, Jervis und Cardero geht es gut da draußen. Tja. Diese E-Reader sind in einem schrecklichen Zustand. Sie riechen wie modriges Laub. Es kommt mir so vor, als sollte man hier drin ein Tweed-Jackett tragen. E-Reader. Wo kommt der her, bitte? Hat der noch nie ein Buch gelesen, oder was? Bitte Ruhe. Keine Speisen oder Getränke. Keine Mobiltelefone. Nicht laufen, nicht tauchen, nicht ins Becken pinkeln. Eine riesige Gebirgskette. Wenn ich sowas sehe, fühle ich mich richtig klein. Och, der Ort draußen im Schnee. Port Nicola im Schnee. Ich dachte, hier schneit es nie. Tut's auch nicht. Das letzte Mal muss 10 Jahre oder so her gewesen sein. Das muss der Supercomputer sein, der dieses Büchergefängnis betreibt. Sei gegrüßt, Megahirn. Ich habe ihn verärgert. Oh, guten Tag, der Herr. Sturmhöhe, hast du es gelesen? Ich sag mal ja, aber der wird nicht wissen, worum es geht. Natürlich habe ich es gelesen. Oh, wie fandest du es? Zu viel Sturm. Zu viel Höhe. Wirklich? Viel zu viel. Ich meine, die ganze Zeit. Stürm, Stürm, Stürm. Ich wollte schon Stopp das Gestürme schreien. Ich bin übrigens Trisha. Harper, schön, dich kennenzulernen. Ich habe gehört, ihr habt kostenlose Leselupen? Oh ja, aber nur für Senioren. Cool, cool. Kann ich eine haben? Kommt drauf an. Bist du ein Senior? Ich hatte gehofft, du gibst mir vielleicht einfach so eine umsonst.
Geht leider nicht. Wenn du eine möchtest, sie kosten $3. Ist das nicht ein bisschen viel für eine kostenlose Leselupe? Halt den Mund und schieb die Kohle rüber. Okay, aber immerhin bekommen wir sie. Warum stehen hier so viele Bücher rum? Das hier ist die öffentliche Bibliothek von Port Nicola. Hast du eine Lizenz für die ganzen Bücher? Brauche ich eine Lizenz? Brauchst du? Schätzchen, ich sollte die Bücher sofort mit rüber ins Revier nehmen. Nein, bitte nicht. Okay, okay. Aber lass sie wenigstens sterilisieren. Sonst ist sie bald alles voll mit Prospekten. Was redest du hier für Scheiß? Kommst du aus Port Nicola? Ich bin für die Uni hergezogen. Eigentlich komme ich aus Maplewood. Port Nicola ist okay. Aber ich habe Heimweh. Verstehst du? Ja. Yep. Ich komme aus Yelltown. Yelltown? Oh, das tut mir leid. Hast du Familie dort? Keine Familie. Nur ein paar Freunde. Es ist so schrecklich. Du hast Glück, dass du hier bist, oder? Ja. Wahrscheinlich hast du recht. Was studierst du? Englische Literatur im Hauptfach. Und du? Ich? Wow, nein, ich bin kein Student. Ich meine, ich war's mal. Für eine Woche oder so, vor Jahren. Also bist du so richtig alt? Ja, so richtig extrem alt. Ich mach mal ein Nickerchen in der Großdruckabteilung. Ja, der ist schon Senior, ne? Deswegen wollte er eine kostenlose Lesepuppe. Leselupe haben. Was ist das für ein monströser Computer? Das IBV? Das interaktive Branchenverzeichnis. Es ist ein Teil des Bibliothekprojekts zur lokalen Geschichte. Wofür kann man es verwenden? Du kannst alle Unternehmen und Institutionen aus Port Nicola in den letzten 30 Jahren durchsuchen. Ein paar meiner Freunde an der PNU haben daran mitgearbeitet. Ist aber ein ziemlich ödes Teil, um ehrlich zu sein. Also es hört sich für mich so an, vorausgesetzt, dass hier irgendwas stattgefunden hat, dass wir das zur Recherche benutzen können. Kann ich das IBV benutzen? Klar, ich hab's nur ausgemacht, um Strom zu sparen. Der Knopf ist auf der Rückseite. Danke. Was hältst du von der RHC? RHC? Ich finde, sie leisten gute Arbeit. Ich meine, sie halten diese schreckliche Krankheit von der Stadt fern, habe ich recht? Naja, und was würdest du denken, wenn ich dir erzähle, dass die RHC den Virus verbreitet? Dann würde ich dir den Weg zur Selbsthilfeliteratur erklären. Ich muss los. Oh, willst du nicht noch ein Buch ausleihen oder so? Vielleicht später. Cool, bis später. Also trotz, dass die arbeitet, würde ich ihr echt empfehlen, mal ein paar Bücher zu lesen, weil das bildet. Dann hätte sie eine andere Meinung vom Leben. Das ist also das interaktive Branchenverzeichnis. Schauen wir mal rein. Okay, Frage ist jetzt nur, wie mache ich das und wonach suche ich überhaupt? Das gar nichts. Tut sich irgendwie gar nichts. Jetzt habe ich irgendeine Adresse ausgedruckt. Ja, super. Ich habe was gedruckt. Wie futuristisch und nützlich. Ich bin mir nicht sicher. Was habe ich denn überhaupt gedruckt? Ich habe irgendeine zufällige Adresse aus dem IBV ausgedruckt. Keine Ahnung, ob das mal für irgendwas nützlich sein könnte. Okay, also wir dürfen uns auch gar nicht angucken, was wir eigentlich ausgedruckt haben. Na gut, dann, wir können es auch nicht. Nee, wir können es nicht. Pass auf, dann drucken wir einfach mal alles aus. Vielleicht ist das ja mal wichtig. Ich habe noch eine Adresse gedruckt. Ich schmeiß die alte weg. Nein! Och, Arschloch. Dann gehen wir halt raus. Mann. Wenn du schon zu blöd bist, mehr als eine Adresse auf einmal hier zu behalten. Ah, Moment, da konnten wir auch noch hingehen, oder? Nicht? Achso, da geht's gar nicht rein. Na gut, dann gehen wir doch da rein. So, ich habe keine Ahnung, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Stadtzentrum wahrscheinlich, ne? Bitte halten Sie Ihren Port Nicola Hafenpass vor den Scanner. Das Logo des Hafens von Port Nicola. Ein automatisches Tor blockiert den Zugang zur Schiffswerft. Die Kisten sehen aus, als würden sie seit Jahren hier stehen. Was sie wahrscheinlich auch tun.
Sie haben fair gehandelten Kaffee, Craftbier aus der Mikrobrauerei und irgendwas namens Paleo Crepe. Die Hafenarbeiter sind bestimmt total verrückt nach Paleo Crepe. Was für extravagante Bungalows. Da leben sicher die ganzen Fernsehstars und Profi-Wrestler. In einem Bungalow. Ja, nee, ist klar. The Devil's Cut. Cooler Name. Hallo? Boah. Oh Mann. Wat ne Nacht. Ne. Das kann nicht sein. Harper? Leroy! Ich wollte gerade noch sagen, der Typ sieht fast so aus und hat die gleiche Stimme wie jemanden, den wir schon mal gesehen haben. Wie bist du aus Yelltown entkommen? Nachdem du weg bist, habe ich mir noch ein bisschen aufs Ohr gehauen. Sag mal, erinnerst du dich noch an die alte Badewanne? Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich unter dieser stinkenden alten Wanne pennen. Die Wanne hat mir mein Leben gerettet, Harp. Wie ich am nächsten Tag aufwache, sehe ich sie überall. Leblose Körper. Gelbe Anzüge. Wie bist du nach Port Nicola gekommen? Ich bin den ganzen Scheißweg gelaufen. Hab mich durchs Unterholz geschlagen, bin durch Gräben und Hecken gekrochen, durch Wälder und Flüsse gegangen. Irgendein bescheuerter Bauer hat den Greystone auf mich geschossen. Kannst du das glauben, Harp? Ich glaub's dir in der Tat. Ich bin wirklich froh, dass du es geschafft hast, Leroy. Gott. Aber ich hab Sachen auf dem Weg gesehen. Was hast du gesehen? Hast du von Abutus Hill gehört? Dasselbe wie Yelltown. Ich war da. Die gleichen gelben Anzüge. Die haben das gemacht, Harp. Die in den gelben Klamotten. Ich weiß, Leroy. Ich hab sie auch gesehen. Du darfst keinen davon erzählen. Sonst holen sie uns auch. Mach es wie ich. Schön Piano bleiben und einfach verduften. Tja, das Problem ist nur, dass dir die Probleme dann folgen werden. Arbeitest du in Port Nicola? Ich hab bei Cargo East angeheuert. Morgen bin ich auf Containerschiff und dann nix wie raus hier. Es ist nur... Ich vermisse sie so sehr. Was? Wen? Mein Schrottplatz ab. Ich werde sie nie wiedersehen. Sag das nicht. Ich bin mir sicher, du wirst deinen geliebten Schrottplatz wiedersehen, wenn all das hier vorüber ist. Und ich dachte gerade schon, der meint die Badewanne. Vermisst du den alten Schrottplatz immer noch? Ich bin fertig zum Abreisen. Ich habe meinen Hafenpass und alles. Nur mein Herz habe ich auf dem Schrottplatz in Yelltown gelassen. Du bist ein Poet, Leroy. Ich muss los. Hey, Harp. Ich bin echt froh, dass du das raus aus Yelltown geschafft hast. Kann ich nicht irgendwie seinen Hafenpass kriegen? Hey, Leroy. Hey, Kumpel. Ich muss los. Mach's gut, Kumpel. Ein Haufen Servietten von Bayer Catering. Sieht so aus, als wären sie vor kurzem geliefert worden. Die sehen gut aus. Kann ich eine Orange haben? Ja, greif zu. Eine Orange, Säure... Ich bin ja am Überlegen, wie wir jetzt noch den Film entwickeln können. Il Capo, wir machen dir einen Kaffee, den du nicht ablehnen kannst. Wobei, naja, eine Orange hat jetzt nicht wirklich Säure, ne? Öko-Keramik GmbH und CO2 KG. Was? Die aktuelle Ausgabe der Times. Frag bloß nicht, ob du die mal eben anschauen kannst. Port Nicholas Times. Dopingskandal bei den Seagulls. Oh, beim Footballteam. Die Times kam im Besitz einer Aufzeichnung, die angeblich Trainer Flink Frack unten rechts zeigt, wie er Spielern der Port Nicholas Seagulls einen Cocktail aus leistungssteigernden Substanzen verabreicht. Sylvester Sly, Handy ist das der Name? Seagulls Besitzer und Manager suspendierte Frack und vier Spieler der Mannschaft, darunter Sportler des Jahres Lind Washington der Dritte. Und das wahrscheinlich Wichtigere sind dieses Gekritzel. Nein, Quatsch. RHC CEO ruft zur Ruhe auf. Ja, das tun die immer, wenn ein Skandal im Haus steht. Patrick Rancho, CEO der Rancho Health Corporation rechts, bittet die Bewohner von Port Nicola um ihre Unterstützung im Kampf gegen VHOV, den Erreger, der im Volksmund als Yelltown-Fieber bezeichnet wird. Wie kommen die von Yelltown-Fieber auf VHOV?
Naja gut, die Grippe wird ja auch ständig umbenannt. In der heute veröffentlichten Videoaufnahme fordert Rancho eine ruhige, konzentrierte Reaktion auf eine beispiellose wissenschaftliche Herausforderung. In dem Versuch, Ängste zu zerstreuen, wiederholt Rancho, dass die Quarantänemaßnahmen von RHC erfolgreich seien und dass die Krankheit nun sicher eingedämmt sei. Deswegen ist auch so ganz zufällig und plötzlich ein ganzes Dorf infiziert, ne? Ja. Diese Zusicherungen kommen zu spät für die vielen Menschen, die bereits aus Port Nicola geflohen sind, was laut Schätzungen bereits 10.000 Bürger betrifft. Okay. Ich lasse sie hier, damit sie andere auch noch lesen können. Macht das gerne. Was ist denn hier oben? Die haben auf jeden Fall eine Menge verschiedener Milchsorten hier. Sojamilch, Reismilch, Hafermilch, Mandelmilch. Ich mag gar nicht daran denken, was sie den armen Kühen antun, um an all das ranzukommen. Ich wollte gerade noch sagen, Sojamilch ist immer noch am leckersten. Die Reismilch mag ich nicht so, aber diese Hafermilch, die mag ich überhaupt nicht. Und ihr fängt ja von den Kühen an. Entschuldigung. Was darf sein? Eine Kuh. Kann ich etwas zu trinken bekommen? Du siehst aus, als könntest du einen guten Filterkaffee gebrauchen. Oh ja, bitte. Aber bitte nur Bio-Kaffee, was anderes trinke ich nicht. Sehr gerne. Okay, bitteschön. Das macht $7. $7? Ich sollte die Mullen rufen. Naja gut, inflationsmäßig. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ein Kaffee kostet, wenn man jetzt heutzutage ins Café geht. Ich weiß nur, es ist sehr viel teurer als vorher. Also das ist noch vor 2 Jahren oder so. Aber 7 € ist schon krass. Ich sollte die Bullen rufen. Wenn qualitativ hochwertiger, frisch gerösteter Kaffee ein Verbrechen ist, bekenne ich mich schuldig. Verdammt. Hier, bitte. Wir uns bald wieder. Sobald ich eine Niere verkauft habe. Ey, ich bezahle 12 € für Kaffee, wo ich weit mehr als einen Monat mit auskomme. Also, und das ist Bio-Kaffee. 7 € für einen, ja, Becher nehme ich mal an. Ja, genau, für einen Becher Kaffee. Das ist schon heftig. Können wir noch mit dir reden? Entschuldigung. Was darf sein? Gefällt dir Port Nicola? Oh ja. Ich bin vor 3 Jahren von Dunsville hierher gezogen und habe es nie bereut. Diese Stadt hat einfach alles zu bieten. Sie ist inspirierend, spannend, multikulturell. Du willst nachts um 3 Guacamole-Bagels mit Sushi? Komm nach Port Nicola. Fehlt dir nicht der Frieden und die Ruhe einer kleinen Stadt? Ich hatte nie richtig Frieden mit mir in Dunsville. Ist es nicht super teuer, hier in der großen Stadt zu wohnen? Ja, die Mieten sind schon krass. Aber man kann es schaffen, wenn man auf ein paar Luxusgüter wie Feuermelder oder funktionierende Toiletten verzichtet. Oh Gott. Ich kann nicht verstehen, was den Reiz ausmacht. In Port Nicola kannst du sein, wie und wer du willst. Das macht es aus. Das ist alle Toiletten der Welt wert. Naja gut, wenn da die Mieten so teuer sind, dann verstehe ich das, weil normalerweise, ich sag mal, nach 6-7 Uhr sollte man nicht mal rausgehen in gewissen Orten. Hast du vom Yelltown-Fieber gehört? Wer nicht? Ziemlich unheimlich, oder? Ich schätze, wir haben Glück, dass es mitten im Nirgendwo ausgebrochen ist und nicht hier in der Stadt. Na, ich weiß nicht. Mir kommt das allmählich wie eine verpasste Chance vor. Mist. Du kommst aus Yelltown, oder? Tut mir leid, Mann. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich schau mal wieder ab. Wiedersehen. Ja, jetzt hat er mich. Jetzt hat sie mich beleidigt. Er hat eine Karte. Wieso kann ich seine Karte nicht mal eben ausleihen oder sowas? Das ist unfair. Na gut, was haben wir jetzt? Wir haben Kaffee, wir haben eine Orange. Damit können wir noch lange nichts anfangen, oder? Wir haben Flickzeug. Na gut, da ist Kleber bei. Mit Kleber können wir jetzt auch nicht wirklich was anfangen, um einen Film zu entwickeln. Wir haben was, um einen PC zu hacken. Ja, wir haben keinen PC, den wir hacken können. Deswegen ist das auch wieder relativ, ne? Wir gehen noch mal kurz gucken bei der Universität. Ich weiß. Ich wollte gerade sagen, hat die sich jetzt umgezogen? Nein. Oh. Will man mal hier oben da drin ist Professor McBrides Labor. Ah, okay.
Eolos Ökotech halten hier nächste Woche ein Seminar über erneuerbare Energien. Bevor wir jetzt allerdings hier weitermachen, machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!